In wenigen Minuten geht's gleich los. Ich freue mich, gleich mit euch einen interessanten Talk zu haben mit René Alper. Und ja, habt noch ein Momentchen Geduld. Wir erwarten ihn gleich in unserem Talk heute zum Thema Torwartausbildung im Nachwuchsleistungszentrum. Da bin ich gleich sehr gespannt. Freut euch gleich drauf. Habt noch einen Moment Geduld. Deshalb ist hier noch der Countdown im Bereich gleich live. Und ja, viel Spaß. Stellt gerne eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und ja, viel Spaß gleich. So, in wenigen Minuten starten wir gleich mit unserem Live-Talk heute der WAM direkt am Mittwoch über die Torwart-Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum. Gibt uns noch ein paar Minuten, gleich begrüße ich den René Alper und freue mich gleich mit ihm einen spannenden Talk zu haben über das Thema Torwart-Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren. Gibt uns noch wenige Minuten, dann sind wir hier auch via Bild zu sehen. Und ich freue mich gleich auf eure Fragen. Stellt die gerne gleich im Chat direkt.
So, in wenigen Minuten starten wir mit unserem Live-Talk. Schön, dass ihr schon da seid, die eben gerade schon im Chat sind. Vielleicht gibt uns noch ein paar Minuten, bis wir gleich live sind. Ich schalte noch mal eben kurz rüber zur Szene, gleich live. Kurz die Technik abchecken und dann geht schon unser Talk gleich los. In wenigen Minuten, freue mich, bis gleich. Wir warten noch gerade auf unseren Gast und dann können wir gleich schon starten. Bis gleich. Wow. Ja, schönen guten Abend. So, und wir starten jetzt mit unserem Live-Talk und Recording los. in progress. So, wieder euch einen wunderschönen Mittwoch. Schön, dass ihr da seid. Heute wieder direkt perfekt zum Mittwoch am Wochenstart, Wochenschau am Mittwoch Start. Ich freue mich. Heute reden wir über das Thema Torwartausbildung in den Nachwuchsleistungszentren.
Habe ich ja auch schon einiges heute in meiner Wochenshow erzählt. Wenn ihr da Lust habt, hört da gerne rein oder schaut sie euch an bei YouTube. Und wir begrüßen heute René Alper. Ich freue mich, ihn als Gast gewinnen zu können. Koordinator bei den Hannover Keepers und auch Torwarttrainer bei den Hannover Damen. Da freue ich mich mega, da viel zu erfahren, was überhaupt auch vielleicht ein Torwarttrainer-Koordinator ist auch. Und freue mich mega, dich zu begrüßen. Erzähl vielleicht auch ein bisschen was über dich erstmal. Und ja, schönen guten Abend dir. Ja, erstmal natürlich schönen guten Abend an alle. Freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was zur Materie erzählen darf. Ja, fange ich einfach an. René Alper, 42 Jahre alt, zweifacher Vater, selber seit über 35 Jahren aktiver Torhüter, spiele auch immer noch. Mittlerweile natürlich nur noch alte Herren, beziehungsweise mittlerweile schon alt. Bei Hannover 96 auch unter anderem, wo ich auch als Koordinator Torwartspiel für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig bin. Eingangs wurde die Frage gestellt, was ist der Koordinator Torwartspiel? Ich kann es ganz kurz erklären. Dabei geht es darum, dass die Torwarttrainer eine gute Ausbildung bekommen, weil das ist gleich sozusagen zu setzen mit der Ausbildung der Torhüter. Wenn die Trainer gut ausgebildet sind, können Sie natürlich auch Ihr Wissen an die Torhüter weitergeben. Das ist das Ziel. Unter anderem natürlich auch ja, sozusagen die sogenannte Periodisierung im Leistungsbereich, Belastungskurven und natürlich auch, man ist als Torwarttrainer ja auch sehr eng an seinen Torhütern dran. Da ist man halt auch mal ja nicht nur Trainer, sondern auch Kumpel, Gesprächspartner und manchmal ja auch sowas wie ein großer Bruder, der auch mal zuhören muss und zuhören kann natürlich auch und soll und will jederzeit zur Hilfe eilen, wenn irgendwas nicht funktioniert, denn ein gut funktionierender Torwart braucht auch eine sportpsychologisch gesehen gute Moral und mentale Stärke. Und dafür sind wir als Torwarttrainer natürlich auch vor Ort. Genau. Da bin ich jetzt schon wieder vom Koordinator zum Trainer geswitcht. Das ist so, was der Koordinator im Endeffekt macht. Der hat halt auch den Kontakt mit den jeweiligen Auswahltrainern, wenn es Torhüter im Verein gibt, die zum Beispiel für ihr Land Nationalspiele machen, beziehungsweise bei einer gewissen Altersklasse ist es auch schon, wenn man zum Beispiel am DFB-Stützpunkt ist, das ist ja auch Sondertraining. Dort gibt es auch nochmal verschiedene Stufen, Elite, Stützpunkte, regionale Stützpunkte. Mit den jeweiligen Trainern hat man dann Kontakt, arbeitet quasi die Einschätzung der Kollegen auf oder versucht es natürlich dann an die jeweiligen Torwarttrainer weiterzugeben, dass das dann umgesetzt wird. Ja, so viel zum Thema privat angestellt bei 96 als Torwarttrainer und Koordinator Torwartspiel. Du hattest eingangs auch bereits die Hannover Keepers erwähnt. Das ist die Torwartschule von meinem Bruder, mir und drei Torwarttrainern, die wir mittlerweile bei uns haben. Sind mittlerweile hier in Norddeutschland, würde ich mal sagen, so unter den drei größten Torwartschulen, die es so gibt. Ne? Betreuen tatsächlich schon über 100 Torhüter mittlerweile in Bremen und Niedersachsen. Das sieht so aus, dass sie bei uns in die Torwartschule kommen und ihre individuellen Trainingspläne umsetzen in Form von ja, Nah- und Fernzielen, die wir dort in Trainingsplänen ausarbeiten. Die sind individuell gestaltet, denn das Torwartspiel ist ja jetzt, sage ich mal, im Großen und Ganzen hat man so seine Richtlinien, aber man darf individuelle Fähigkeiten und individuelle technische Leistungsfähigkeiten nicht unterschätzen. Das sind unter anderem Faktoren wie die Körpergröße, Hand-Augen-Koordination, halt alles, was für den torwartspezifischen Fähigkeitenbereich wichtig ist. Dementsprechend werden dann die Trainingspläne erstellt. Dann gibt es den jeweiligen sogenannten Tagescontent, heißt es bei uns, für die jeweiligen Trainer an den Standorten. Wir haben zwei Standorte zurzeit, wo wir mit Hannover Keepers, die Trainer sind auch alles ehemalige Hannover Keepers Keeper, deswegen haben die die Philosophie auch so ein bisschen mit dabei. Genau, an zwei Standorten machen wir das und dort ja, bilden wir Torhüter aus verschiedensten Spielklassen aus.
Da gibt es Torhüter aus Leistungsklassen, aus NLZs, Bundesliga U17, Regionalliga C-Jugend bis hin zu Kreisklassentorhüter oder sogar mein ältester Torhüter, der ist 47 Jahre alt, der ist Oi. älter als ich. Ah. Der kommt auch gerne. Der ist leider natürlich nicht mehr ganz so oft da wie früher, weil wir bei unserem Hannover Keepers Konzept tatsächlich auch zu Vereinen fahren. Das bedeutet, wir nehmen quasi unser Know-how aus der Arbeit im oberen Amateurbereich und im unteren Profibereich, im Jugendprofibereich. Diese Arbeit mit denen nehmen wir mit und bringen das in die Vereine, um dort gezielt Torhüter zu optimieren, das Torwartspiel aber auch den Trainern dort vor Ort ein wenig näher zu bringen, weil das Torwartspiel an sich in kleinen Vereinen wird sehr oft vernachlässigt. Ja. Das liegt einfach auch teilweise daran, dass es nur einen Trainer gibt für die gesamte Mannschaft. Das ist ja sicherlich auch, also Hut ab, wenn man alleine schon über 25 Mann im Kader hat und das irgendwie organisiert bekommt alles. Das ist sicherlich schon viel Arbeit. Chapeau. Jedoch haben wir so ein bisschen daran gewerkelt und geschaut, was kann man machen, um den Torhüter zu integrieren in diesen Trainingsalltag, weil was uns aufgefallen ist, dass der Torhüter quasi vorm Training in die Ecke geschickt wird. Und dann heißt es halt, hier komm, mach dich da hinten mal warm. Und nach halben, dreiviertel Stunde wird dann der Torwart rangeholt und dann soll er ja funktionieren. Und das ist halt zu wenig. Das ist halt keine torwartspezifische Aktivierung. Da ist noch nichts mit technischem Bereich, Hand-Augen-Koordination aktivieren. Das sind ja alles ganz wichtige Faktoren, damit der Torwart überhaupt funktioniert. Na, jetzt mal fernab von Sprungkraft und was alles aktiviert werden muss. Beziehungsweise, wenn man einen funktionierenden Torhüter haben möchte, sollte das so funktionieren, sagen wir es mal so. Ja. Gut, und da ist es dann halt so, dass wir in die Vereine fahren und dort dann ja quasi über verschiedene Konzepte, unter anderem den Keeper Day, das ist so ein Tagesprogramm, da kommen wir für 2,5 bis 3,5 Stunden in den Verein, machen ja, Content-Training, haben dafür verschiedene Schwerpunkte, die wir altersgerecht dann anbringen. Und daraus resultieren dann natürlich in erster Linie auch sehr, sehr gute Connections, weil wir natürlich dadurch durch ganz Norddeutschland kommen. Und ja, dann dadurch lernen uns natürlich auch die Torhüter kennen. Und ja, dementsprechend kommen sie dann auf uns zu und kommen dann in die Akademie bei uns, in die Torwartakademie, in die Torwartschule. Und erlernen dann ja noch mehr Techniken und optimieren sich. Genau, und dann versuchen wir natürlich auch physisch wie psychisch einen wettkampfstarken Torhüter Ja. aufzubauen. Genau. Das ist so im Großen und Ganzen die Hannover Keepers Story. Da, wie gesagt, auch in allen Spielklassen. Wir trainieren auch Jungs und Mädchen. Das ist uns tatsächlich wichtig, dass wir da auch nochmal darauf hinweisen, dass wir da keine Vorurteile oder irgendwas haben. Gerade ich als Koordinator Torwartspiel, Frauen- und Mädchenfußball, kann man sich vorstellen, das wäre ja ein Unding, wenn ich als Job da arbeite und dann in meiner Torwartschule sagen würde, nee, wir trainieren nur Jungs. Ja. Ne? Das war kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich sehe ja quasi bei beiden Parteien gute und ja, mit Abstand auch, ich sag mal, vom Talent her eine ebenbürtige Oberfläche. Das heißt, klar, man hört oft, der Frauenfußball sei anders. Mit Sicherheit ist es ein wenig langsamer und nicht ganz so körperlich. Das kann ich bestätigen. Bin jetzt ja auch schon lang genug dabei. Aber nichtsdestotrotz wird auch dort fast tagtäglich hart gearbeitet, auf teilweise noch wirklich höherem Level, als es vielleicht in der Außenwelt gesehen wird. Und ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil wir sind zwar im NLZ mit den Damen bei 96, das ist ja auch so von dir geäußert worden, Genau. aber wir gelten trotz U17 Bundesliga nicht so richtig als NLZ-Mannschaft. Also das ist ein bisschen schwierig. Warum? Ach Nichtsdestotrotz so, ach ist so. ja, darauf komme ich dann gleich. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass gerade wenn man, ich sage jetzt mal,
semi-professionell oder beziehungsweise auch wirklich professionell arbeitet, braucht man ja auch einen gewissen Playground, um das umzusetzen. Und den bekommen wir im NLZ bei Hannover 96 selbstverständlich. Das ist ohne Frage. Das ist ein absolutes, das ist ein High-End-Level, was wir da für Trainingsmöglichkeiten haben, ohne Frage. Aber ich sehe da eher eine allgemeine Problematik in der Anerkennung des Frauenfußballs. Da wird immer so ein bisschen belächelt und driftet teilweise sogar so ein bisschen in die Diskriminierung ab, finde ich. Da muss man durchaus aufpassen und sollte das nicht zu sehr ins Witzige ziehen, weil, wie ich eingangs gesagt habe, da wird jeden Tag professionell gearbeitet, fast jeden Tag. Und ja, man sollte die Leistungen nicht schmälen, sondern man sollte vielleicht einfach auch mal vorbeikommen und sich so ein Spiel anschauen. Und dann sieht man auch, hey, das ist sehr ordentlicher Fußball. Das ist also, das sollte man durchaus, so fair sollte man sein und die Chance dort einräumen, dass man diese, ich sag mal, professionelle Arbeit auch würdigt und nicht über irgendeinen Instagram-Post dann irgendwelche Witze macht über Frauenfußball. Also finde ich überhaupt nicht lustig, ist diskriminierend und ja, das wollte ich dazu noch loswerden. Wir haben jetzt zum Beispiel Sonntag ein Knallerspiel. Hannover 96 1 gegen St. Pauli 1. Ich meine, das ist absolutes Nordderby, super Spitzenspiel. Da muss man einfach rumkommen. Ne? Das ist um 15 Uhr bei uns im NLZ. Höchstwahrscheinlich. Ansonsten wird es in Mellendorf sein, was aber auch eine sehr gute Anlage ist. Ja, sowas ist halt auch ein Knaller. Also wenn man mal guten Frauenfußball gucken möchte, dann kommt man da hin. Das sind so zwei große Namen hier im Norden. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Eindruck geben, wie so die tägliche Arbeit ist. Ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ausführlich und vieles, was ich mir auch aufgeschrieben habe an Fragen, ist da schon ziemlich gut beantwortet, aber wir gehen da bestimmt noch mal ein bisschen noch mal intensiver ein. Aber bevor wir so ein bisschen auch auf das Thema einsteigen, vielleicht auch so ein bisschen Bezug, warum ich mich auch gefreut habe, dich gewinnen zu können. Hannover habe ich auch so ein bisschen sehr Bezug zu selbst. So ein bisschen zweite Heimat ist Pattensen für mich. Da wohnen bekannte Freunde von mir, also und auch der Bereich Torwarttrainer oder ist auch immer interessanter für mich, weil ich im Kreisligisten angefangen habe, so ein bisschen mitzutrainieren und übernehme da jetzt so ein bisschen auch das Torwarttraineramt, was ja auch eher selten ist, dass man das im Amateurfußball macht. Und da habe ich aber auch Spaß dran und freue mich da auch, vielleicht so ein paar Fakten von dir dann natürlich auch gleich auch nochmal zu hören, was man da mitnehmen kann. Aber vielleicht so als Startfrage, wie kam überhaupt die Leidenschaft zum Fußball an dich ran? Also um dieses Torwart, in dem Torwartbereich. Gut, erstmal natürlich sehr erfreulich. Pattensen ist natürlich hier bei uns in der Region nicht irgendein Ort, sondern das ist der Ort von Per Mertesacker, wo er geboren und aufgewachsen ist. Ich arbeite unter anderem auch für die Per Mertesacker Stiftung, das habe ich gar nicht erwähnt, weil es halt für mich selbstverständlich ist, in ehrenamtlichen Tätigkeiten, in sozialen Projekten in unserer Stadt mich mit einzubringen. Das läuft über die Per Mertesacker Stiftung direkt. Das ist dann, wie sich so Torwarttraining-Sessions an für Kids. Das sind so 50 bis 60 Kids an solchen Camps, die da teilnehmen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Bezug zu Pattensen quasi, um das kurz aufzugreifen. Ja, genau. Super Sache. Ich würde sagen, ich bin zum Fußball gekommen, ja, über meinen Vater würde ich sogar behaupten. Der ist auch leidenschaftlicher Fußballfan mittlerweile natürlich nur noch. Der ist ja schon ein wenig älter, sage ich mal. Hallo Papa, falls du guckst. Hi. Und ins Tor bin ich gekommen, gleich direkt im ersten Jahr, wo ich mit Fußball angefangen habe. Ich war direkt ein Fänger, ich war direkt ein Keeper. Ich habe nichts anderes quasi. Ja, doch, ich habe im Herrenbereich habe ich mal eine Zeit lang dann. Ich glaube, es waren so 2 oder 3 Jahre in einer der untersten Spielklassen auf der 6 gespielt. Das lag aber daran, dass ich eine Handverletzung hatte. Mit einer Handverletzung kannst du natürlich nicht ins Tor. Natürlich. Und dann hat das halt eigentlich, also die Short Story dazu, ich würde es jetzt recht kurz halten. Ich habe die Verletzung gehabt, konnte halt da, wo ich normalerweise im Tor war, nicht spielen, wollte mich aber fit halten. Und bin umgezogen und in den Stadtteil, wo ich hingezogen bin, die haben halt irgendwie gerade da trainiert auf so einem Ascheplatz. Und ich bin da abends lang gelaufen, habe geguckt und dachte mir,
Und das ist ja bei mir um die Ecke. Dann fragst du damit, ob du mitkicken kannst. Und dann da mitgekickt, ja, habe ich da 2,5 Jahre gespielt auf dem Feld, bin da geblieben, was so familiär war und so nett war. Beste Grüße an den LSV Alexandria. Schöner Club in Hannover-Linden, direkt am Fuße der HDI-Arena von 96, ja. Genau. Sonst, wie gesagt, immer im Tor gespielt. Um da jetzt nochmal zurückzukommen. Und die Leidenschaft, war die Frage bezogen auf das Torwartspiel an sich oder auf das Trainerding? Das, ach so, das war keine Frage, das war so ein bisschen der Input zu mir, aber genau wie du zum Torwart gekommen bist, das hast du ja eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen mitnehmen, wie so eine Torwartausbildung aussieht oder wie man da, also wie so ein Verlauf ist, auch vielleicht der Vergleich zu normalen Trainern, also vom DFB, das Torwart, die Lizenz dann auch vielleicht, also wie jetzt bei mir jemand, der jetzt anfängt in der Kreisliga, ob sich sowas lohnt oder nicht lohnt. Ja, sowas kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Ja, die Ausbildung des Torwarttrainers ist ja, das beginnt ja im untersten Bereich, das nennt sich Teamleiter Torhüter. Da war ich hier in Niedersachsen der Dozent, habe das beim NFV hier, bei unserem Fußballverband geleitet einmal und das war vor Corona. Dazu muss ich sagen, ich selber habe auch nur eine C-UEFA-Lizenz, gar keine Torwarttrainer-Lizenz, obwohl ich seit über 12 Jahren Torwarttrainer bin. Good News, im September bin ich eingeschrieben, mache meine Lizenz jetzt auch an alle anderen Trainer, die zuschauen. Ja, auch ich habe jetzt bald eine Torwarttrainer-Lizenz. Die Torwarttrainer-Lizenz selber, diese unterste Stufe, die es da gibt, diese Teamleiter, Torhüter, da geht es erstmal darum, überhaupt um das Anforderungsprofil des Torhüters. Was sind denn die Basics des Torwartseins? So, das erstmal zu verstehen. Klar wird da sehr viel gearbeitet mit dem Leitfaden nach DFB, das Torwartspiel. Das ist für jeden, der Torwarttrainer sein möchte oder werden will, sicherlich ein sehr guter Ratgeber. Es ist vom Philipka Verlag, es ist der Verlag vom DFB, den kann ich auch jedem nur empfehlen. Da gibt es sehr viel guten Content, um sich auch weiterzubilden. Natürlich, wie gesagt, auch immer wieder mit erhobenem Zeigefinger. Es ist alles sehr individuell. Jeder Torwart ist anders. Jeder hat andere Fähigkeiten, charakterliche. Jeder Torwart hat einen anderen Stil und man kann es nicht verallgemeinern, aber man kann diesen sogenannten Leitfaden durchaus nutzen, um strukturiert Torhüter auszubilden. Das wäre so mein Rat oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte in der Sache. Hierbei kann man auch selbst natürlich seinen eigenen Stil entwickeln. Ich denke, Kreativität ist täglich Brot des Torwarttrainers. Du musst wirklich gute Ideen haben, sehr kreativ sein und wie einst mein, beste Grüße an Markus Olm, mein Lehrer zu mir sagte, wir Trainer sind die Meister der Improvisation. Weil es ist ja oft so, man plant ein Training Genau. und es kommt ja auch wieder mal ganz anders, als man das überhaupt, ne, sei es jetzt das Wetter oder irgendwer sagt, ah, schlimme Hand am Fuß auf einmal oder was weiß ich was. Irgendeinen Grund gibt es immer. Und dementsprechend muss man es ja dann auch alles wieder umstrukturieren und vielleicht auch der Torwart, der kommt, der hat vielleicht irgendwie auch was auf der Leber. Und wie gesagt, improvisieren ist halt immer auch ganz wichtig und das individuelle Eingehen auf den jeweiligen Torhüter ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, dass das Torwarttraining dann auch wirklich, ich sag mal, auch angenommen wird. Man kann ja auch einfach sich ein YouTube-Video angucken von irgendeinem Torwarttrainer auf Hawaii oder was, und dann kannst du das da bei dir im Verein nachmachen, aber das wird Natürlich, nichts bringen. ja. Ne, man muss da strukturiert vorgehen. Wir bei Hannover Keepers arbeiten übrigens mit so einem sogenannten Baum. Das sind so verschiedene Entwicklungsphasen. Können wir ja mal im Privaten, kann ich dir das mal schicken. Gerne. Und dann so Entwicklungsphasen des Torhüters und dann am Ende dieses ganzen Trainingsbaumes steht dann der wettkampffähige Torhüter.
Best Case, selbstverständlich. Ja. Ja, da kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu sprechen über die Ausbildung. Das ist ja auch unser Hauptthema diese Woche. Der Chat, wir sind ja auch live jetzt auf Twitch, also für die, die jetzt zuhören später oder sich es ansehen, ist hier auch sehr aktiv. Und hier kommt auch oft das Wort Bouncer oder Bouncer. Was hat das damit zu Das tun? ist, Und ob du FIFA ich bin spielst. auch, Und ob du FIFA genau, ich spielst. bin E-Sportler. Ja, ich bin E-Sportler, genau. Ich habe nebenbei in meiner Freizeit spiele ich auch noch E-Sports Pro Clubs. Da sind natürlich auch schon ein paar Kumpels, die jetzt zuschauen, weil wir ja auch auf Twitch übertragen. Ach Deswegen habe ich so. auch einen Twitch-Account. Ah, okay. Genau. Peace out an die Jungs von Classic Moments natürlich auch. Ne? Wir sehen uns später auf dem Platz. Ja. Ja. Gut. Das ist, lass dich davon bloß nicht irritieren. Nein, alles gut. Die schreiben, also Okay. kommentieren sich auch gegenseitig gerade so ein bisschen. Deshalb sehe ich das so. Also ich habe die Fragen im Blick auf jeden Fall. Wenn ihr was habt, stellt die gerne. Und ja, die Community feiert gerade, sehe ich auf jeden Fall so. Und ja, gehen wir so ein bisschen über die Ausbildung ein. Ich habe auch so ein bisschen in meiner Wochenschau darüber ja viel schon gesprochen, auch dass natürlich auch die Konkurrenz nicht da ist. Also du hast natürlich immer zwei, drei Torhüter in der Jugend. Klar ist die Konkurrenz ein bisschen da, aber es ist ein bisschen anders wie vielleicht auf dem Platz, wo du noch mehr Spieler hast. Aber wie erkennt ihr vielleicht erstmal so genauer oder im Scouting einen guten Torhüter oder wenn ihr dann Torhüter scoutet? Was sind da eure, ich sag mal, vielleicht Merkmale? Klar, es gibt natürlich Internes, aber auch so eure Merkmale, wo ihr sagt, das ist einer, der hat Potenzial eventuell. Eine sehr gute Frage, wie ich Ja. finde, möchte ich natürlich auch Bezug zu nehmen. In erster Linie würde ich erstmal sagen, Talent ist ein sehr breit gefächertes Wort. Also Talent ist für mich der Oberbegriff für ganz viele, ich sage mal, Abzweigungen, weil es gibt ja sehr viele torwartspezifische Fähigkeiten und dementsprechend kann man jetzt nicht. Was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn ich mir einmal einen angucke und dann sofort eine objektive Meinung zu haben. Also es ist für mich absoluter Blödsinn, wenn da einer herkommt und sich den einmal anguckt und sagt, ja, der ist zu klein. Oder was weiß ich. Da denke ich mir, Alter, ganz ehrlich, der hat keine Ahnung. Also sorry. Meine Meinung ist dazu, du musst dir den mindestens zwei, drei, vielleicht sogar viermal anschauen. Dann natürlich darfst du nicht vergessen, es gibt individuelle Entwicklungsphasen, gerade im Jugendbereich, Wachstumsphasen und. Ich würde niemanden abschreiben. Ne? Bestes Beispiel hier, der Adeyemi gerade, der wurde auch mit 9 Jahren bei Bayern weggeschickt. So, wer bombt jetzt, ne? Wer bombt jetzt hier in Salzburg alles weg und in der DFB-Nationalelf? Ja, klar. Ne? Also, man sollte das nicht, man sollte den Torwart nicht abschreiben, nur weil er in gewissen Entwicklungsphasen, dem Scouting-Bogen, der ja auch teilweise, sage ich mal, ein bisschen veraltet ist, meine Meinung, ich habe übrigens einen eigenen, ich habe den selber ein bisschen bearbeitet, ein bisschen getunt, einfach auch ein bisschen erfrischt, gerade weil ich auch mit vielen jungen Torhütern zusammenarbeite, die auch bei mir im Team sind, mich auch mitberaten quasi, dass man dann vielleicht auch den einen oder anderen, ich sag mal, Richtungsbogen, wie auch immer, ein bisschen ändert und anpasst. Das haben wir gemacht und ja, wie gesagt, das ist wichtig, dass man da mit der Zeit immer mit der Zeit mitgeht und dass man da nicht stehen bleibt und irgendwie noch nach dem 80er-Jahre-Modus irgendwie sich da verhält. Da ständig dann analysiert wahrscheinlich auch dann oder hinterfragt, ob dann natürlich neue Punkte man dann verändert oder neue Gesichtspunkte. Definitiv, das Spiel ist immer in der Entwicklung. Ja. Das Spiel selber ist schneller geworden. Die Anforderungspunkte an den modernen Torhüter sind extrem, extrem schnell, viel, viel anspruchsvoller geworden, weil das Spiel sich auch in eine andere Richtung entwickelt Ja. hat. Es ist einfach gesprochen viel enger geworden und dadurch entstehen viel mehr Situationen in die Tiefe. Für den Torhüter bedeutet das, diese offensive Stellung mit schneller Überbrückung von Distanzen, mit gezielten Bällen im First-Touch-Control-Bereich, das sind alles Sachen, die mit dazukommen, wo man früher gar nicht drauf geachtet hätte.
Das sind alles, also auch hier wieder diese fußballerischen Elemente, ganz wichtig, Ballfüßigkeit und einen guten Ball spielen können, unter Gegnerdruck, ohne Gegnerdruck, aber auch technisch, dass da Flugbälle gespielt werden, die ankommen, verwertbare Bälle, die ins Spielfeld gespielt werden, weil was bringt es, wenn die das Ding hinten in die Bratwurstbude knallen? Das bringt auch nichts, Nee. ne? Deswegen auch das sind so, ich denke, wichtige Gesichtspunkte, wo man ja auch wieder in der Torwartausbildung, ja, da kann man dran arbeiten. Ja, und wann würdest du sagen, ab welchem Alter man sagen kann, wo man einen Torwart erkennt? Ich sag mal, ab welchem Kindesalter kann man das noch so abschätzen, das könnte was werden vielleicht? Oder das ist, also klar kann man das wahrscheinlich nicht sofort entscheiden, das dauert dann Zeit, aber wo man so sagen kann, der hat Potenzial vielleicht sogar. Da möchte ich jetzt natürlich niemandem auf die Füße treten, weil da gibt es ja so den einen oder anderen Gelehrten, der da meint, irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich habe ja meine persönliche und eigene Meinung, wie in Natürlich. allen anderen Sachen auch. Und meine Meinung ist, ich erkenne nicht direkt, ob es ein guter Torwart ist. Das ist unmöglich. Aber ich sehe den Spaß am Erlernen der Techniken. Ich erkenne die Fähigkeit, die Motorik, die motorischen Fähigkeiten eines Torhüters. Hat dieser junge Mann oder diese junge Frau die Möglichkeiten, das motorisch umzusetzen? Hand-Augen-Koordination, Wahrnehmung, Haptik, das sind alles Dinge, die damit einfließen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich dann irgendein Alter nenne, sondern ich gebe jetzt einfach mal ein Alter ab, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen jung erscheint. 7, 8 Jahre alt. Fangspiele mit verschiedenen Ballvarianten. Hochwerfen, fangen, hier schon immer wieder ein bisschen Torwarttechniken mit einbauen. Viel mehr darauf achten, koordinativ auszubilden, kognitive Prozesse optimieren. Ganz viele Kleinigkeiten versuchen, ne, auch viel mit Koordinationsleitern arbeiten und, um einfach auch Bewegung, Spaß an der Sache zu vermitteln. Und dann ab, ich sage mal, erstes Jahr D-Jugend wäre dann so mein Jahr, wo ich sage, ja, diese letzten 1 Jahr, 1,5 Jahre haben sich gelohnt. Wir sehen jemanden, der sich entwickelt. Und daraus resultiert ja erst dieses vermeintliche Talent, wie man es dann halt auch sagt, ne? Der junge Mann oder die junge Frau haben Talent. Ganz klar, was ich jetzt sage, derjenige, der das Jahr mit uns vorher schon gegangen ist und diese Ballfangspiele und Basics technischen Bereich mitgemacht hat, hat einen ganz klaren Vorteil im Tor, weil einfach die Basistechniken schon geschult sind. Man hat quasi schon ein Repertoire an motorischen Antworten, um das Ziel zu verteidigen. Das haben natürlich andere Torhüter, die jetzt hier irgendwie vorm Spiel mal ein paar Bälle auf Pfoten kriegen, nicht. Das ist der ganz klare Vorteil. Und daraus sieht man ja dann auch die Entwicklung, weil 1,5 bis 2 Jahre später geht es ja auch schon aufs große Tor. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein immenser Schritt für so einen jungen Menschen. Den Weg von dem kleinen Fünfer auf das 7er-Tor. Ne? Genau. Ja, Ja. im Chat grüßt dich auf jeden Fall Dadi. Und Mhm. ja, die Sache ist, ich hatte eben noch die Frage, ja genau, kognitiv hast du gesagt, ich selbst mache so ein bisschen privat Genau. auch Training im Bereich Live-Kinetik. Nutzt ihr sowas auch in Sehr gut. eurem Training? Bauen wir immer mit ein, immer. Ja. Also der Kopf ist mit Abstand eine der wichtigsten Waffen für den Torhüter. Der muss schnell sein, er muss gut sein, Entscheidungen treffen, ob es jetzt Distanzen sind, ob es jetzt Dynamik ist, Geschwindigkeit, Gegnergeschwindigkeit, Ball, persönliche Geschwindigkeit. Klar, kognitive Prozesse sind immer wichtiger in Kombination mit Live-Kinetics. Wir bauen das immer wieder ein, sind quasi ständiger Bestandteil in unserem Trainingsalltag. Und meines Erachtens auch darf man das nicht vernachlässigen, weil ein schneller Kopf ist und bleibt die beste Waffe für den Torhüter.
Und ist ja auch privat natürlich ein guter Vorteil dann oder hilfreich für seine Persönlichkeit. Und ja, ich hatte ebenso das Wort Konkurrenz ja auch angesprochen. Wenn zum Beispiel so ein bisschen die Konkurrenz da ist oder du merkst Unzufriedenheit vielleicht bei den Spielern, bei den Torhütern, wie nimmst du die heraus? Wie kannst du das erkennen und was habt ihr da für, ich sag mal, Optionen oder für Wege, das dann zum anzusprechen oder vielleicht auch, ja, welche Möglichkeiten habt ihr da so oder was machst du vielleicht da eventuell? Okay, ich würde es erstmal aus meiner Sicht erklären. Also ich arbeite sehr viel mit Feedbackgesprächen. Feedbackgespräche sind für mich ja unerlässlich. Also es gibt ja, wie ich eingangs gesagt habe, Nah- und Fernziele. Und auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen, gibt es Zwischenstationen. Und das muss man einfach besprechen. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man sich sportlich in die richtige Richtung entwickelt, sondern auch beispielsweise zu nennen, jetzt ein blödes Beispiel, ich sage, Laufschuhe mitbringen und die Laufschuhe werden nicht mitgebracht. Zum Beispiel sowas, wo ich sage, hey, ich mache mir die Mühe, mache mir viel Gedanken um dich und das, was wir aus dir machen können und dass du da das Beste aus dir rausholst. Und du denkst dir einfach, ja, egal, lasse die Schuhe halt liegen, weil es halt um Laufen geht oder so. Ah, das ist dann auch so ein Ding, wo ich persönlich dann natürlich sage, hey, geht nicht, finde ich nicht gut, ne? Also das muss auch, es ist auch so nehmen und geben irgendwo, ne? Natürlich. Das ist ein wichtiger Faktor, weil ich kann ja auch nur auf den Torhüter einwirken, wenn er auch sein Entwicklungspotenzial wirklich entfalten möchte. Ja. Genau, ja. Gut. Und vielleicht so ein bisschen abschließend zu dieser Ausbildungssache, aber wir reden auch gleich noch mal ein bisschen auch über Training generell dann auch noch mal. Wie siehst du so ein bisschen den Unterschied NLZ und ich sag mal normaler Verein, der nicht diese Leistung oder die Vorteile vielleicht hat? Ein NLZ hat ja vielleicht die Vorteile, du hast mehr Trainer, also vom Fach direkt natürlich, du hast im Fitnessbereich, du hast deine Athletik, du hast die verschiedenen Positionen, du hast einen Torwarttrainer Physios, und solche Sachen. Ernährungsberatung, ja, Ja. klar. Ganz klar, das sind die wichtigsten Faktoren, was du auch schon genannt hast. Der Staff ist natürlich im Gegensatz zu einem Amateurverein nochmal was ganz anderes. Hierbei muss man dazu sagen, dass im Jungen- und Herrenbereich einfach auch noch mehr Personal da ist als bei uns jetzt im Frauen- und Mädchenfußball. Wir haben gut aufgerüstet, wir sind gut aufgestellt mit zwei ausgebildeten Torwarttrainern, mit jede Mannschaft hat einen Trainer, Co-Trainer, plus Betreuer, plus, ich glaube, wir sind mittlerweile bei vier Physios und also, ne, dann ist ein Fitnessberater, Fitnesstrainer. Wir haben, ich glaube, sogar auch also hier für die Internetpräsenz jemanden, der so Instagram und sowas macht. Also auch das im Gegensatz zu Amateurvereinen ist einfach, ich sag mal, ein Schritt weit schon in Richtung Professionalisierung, weil wenn ich jetzt von dem Thema kleinerer Verein ausgehe, da sind es ein oder vielleicht zwei Leute, sorry, Alles gut. die sich da um alles kümmern und um vieles kümmern. Ja, natürlich. Natürlich, ganz normal, wenn sich nur zwei oder drei Leute um so ein großes Projekt kümmern, kann natürlich nicht so viel Positives generiert werden, wie wenn für jeden einzelnen Bereich Experten angestellt sind. Das ist ein ganz großer gravierender Unterschied, denke ich, zwischen unterer und oberer Amateurbereich beziehungsweise unterer Profibereich. Im ganz oberen Profibereich brauchen wir gar nicht drüber reden. Da Ja, hat jeder Bereich einen eigenen Experten. Da, natürlich. ne, selbst der die Schuhe putzt, hat irgendwie wahrscheinlich Schuhmacher gelernt, so nach dem Motto. Ne, also Spaß beiseite. Aber ist so. Ne? Das ist klar. halt, das ist der Schritt in diese Professionalisierung geht auch am Ende mit über die Angestellten. Natürlich. Ja. Und das hast du halt, das ist der Unterschied zwischen dem
zwischen dem professionellen Bereich und dem Amateurbereich. Ja. Ja, aber für die, die vielleicht auch im Chat sind, also wie gesagt, ich habe das ja jetzt auch angefangen, ist ja natürlich auch trotzdem mit kleinen Mitteln hat man, kann man natürlich da auch Reize schaffen, positive Aspekte sich vielleicht abheben dann. Also wir sind Kreisliga C, zweite Mannschaft, also schon das Letzte sozusagen fast. Aber nicht das Letzte, aber von der Reihenfolge vom Fußball her. Aber trotzdem hebt man sich da so ein bisschen dann natürlich ab. Und vielleicht nimmst du uns so ein bisschen nochmal mit, wie so ein Standardtraining bei euch so abläuft. Also wenn du auf den Platz gehst mit den Spielern oder Spielerinnen, wie ist da so dein Standardtraining? Ja, dann mache ich nochmal einen kleinen Callback wegen Ja. dem Konkurrenzding. Ja, gerne. Wenn ich ja klar, gerade jetzt ist es so gut, weil wenn nämlich beide Torhüter dann oder drei Torhüter sind wir im Optimalfall, Best Case, wenn alle da sind, auf den Platz kommen, es knistert immer. Weil die Nummer eins, jetzt aus meiner Sicht, die Nummer eins will oben bleiben, die Nummer zwei will auf die Nummer eins Druck ausüben und die drei klar hinter sich lassen. Und die Nummer drei denkt sich, ey, die zwei kriege ich noch und wenn alles gut läuft, bin ich bald Nummer eins. So dementsprechend hast du immer dieses Konkurrenzding. Und klar, gerade wenn man auf den Platz draufkommt, merkt man das, ne? Da wird zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, komm kurz zusammen, wir machen Tagescontent-Besprechung. Also vor jedem Training wird auch gesprochen, nur zur Info, das habe ich vielleicht gar nicht erzählt. Feedback-Gespräch ist ja immer hinterm Training. Vor dem Training wird bereits schon der Schwerpunkt besprochen, beziehungsweise wie kommen wir zu dem Schwerpunkt hin. Das bedeutet, wir reden über die Aktivierung, die natürlich auch über Basics und Routineabläufe organisiert wird. Da geht es halt darum, dass man erstmal die Basics im Bewegungsapparat sowie im Fangapparat aktiviert und dann schon orientiert in Richtung Schwerpunkt. Nehmen wir jetzt den Schwerpunkt Flanken abfangen, was so in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber jetzt grob auch für die Zuschauer, die es vielleicht so Zuhörer, wenn wir jetzt sagen wir mal, morgen Abend ist Abfang der Flanken Schwerpunkt, dann mache ich natürlich nicht flache Bälle beim Warmmachen. Also nur, damit es im Kopf Klick macht. Ist ja logisch, dass ich dann beim Warmmachen klar die Routine und Basics mache, aber den Schwerpunkt beim Warmmachen auch schon auf hohe Bälle über dem Kopf mit der Triangel in den Korb, dass das einfach schon stimmig ist, dass man dann von dem Aktivieren des Torhüters hin in den Schwerpunkt schon den Sinn schafft. So sollte man das strukturieren, das Training, um langfristig ja natürlich auch Erfolge zu sehen und ja, die Trainingsphilosophie vielleicht auch an sich dann sich bestätigt. Weil wenn Erfolge ausbleiben, muss man seine Trainingsphilosophie hinterfragen. Selbstverständlich sollte man sie immer hinterfragen, weil man muss ja auch irgendwo sich weiterentwickeln, ne? Beziehungsweise bestimmte Ebenen der Trainingsstrukturen immer wieder hinterfragen und optimieren und anpassen. Aber ja, genau, Stillstand ist halt nichts Gutes. Man muss immer in Bewegung bleiben, sich immer neu orientieren, um dann quasi auch die optimalen Trainingsergebnisse erzielen zu können. Ja, da gebe ich dir recht, das ist ja auch im normalen privaten Leben immer gut, sich ja zu überlegen und so neu zu definieren und gucken, wo ist der Fehler und nicht. Hier kommt die Frage, die erste richtige Frage auch im Chat rein von Haaland. Wahrscheinlich ein Spitzname von einem Spieler von dir oder so auch. Was du vom Druck hältst für die Spieler im Jugendbereich, diesen Druck, also. Gut, hier ist es natürlich so, wir haben verschiedene Ebenen, wo Druck ausgeübt wird. Du hast im Alltag Leistungsdruck. Es geht ja los in der Schule. Erwartungshaltung von außen, Erwartungshaltung an einen selber. Ja, schulischer Druck. Zu Hause muss man dann quasi auch noch funktionieren. Er hat verschiedene Aufgabenbereiche zu Hause, wo man vielleicht auch keinen Bock drauf hat, keine Ahnung, Müll rausbringen oder Wasser holen oder was weiß ich was. Dementsprechend kommt man dann zum Torwarttraining und hat vielleicht einen schlechten Tag und denkt sich, was will der Typ heute eigentlich von mir? Deswegen, wie gesagt, vorher immer schon sprechen, damit der Kopf quasi das Training nicht als Strafe sieht, sondern wirklich der Kopf geht an. Man sieht sich selber in dieser Phase in der Entwicklung und nimmt das alles auf und Torwart soll es dann aufsaugen wie ein Schwamm und diese Technik dann in den Wettkämpfen beziehungsweise auch in den Trainingsspielen. Man will ja immer glänzen. Man Natürlich. möchte ja nicht irgendwie nach dem Training
Schulterklopfer kriegen und sagen, ja, Junge, Alter, hier hast du eine Flasche Wasser, damit du auch mal was hältst, ne? So Ja. nach dem Motto. Es ist doch klar, der Reiz des Gewinnens, der Reiz, die erlernten Techniken zur Zielverteidigung anzuwenden und mit Erfolg dann am Ende auch, das ist es ja, was den Torwart am Ende ausmacht. Er will ja quasi, ne? Ja, und der Druck entsteht im Endeffekt, wenn man ihn auch zulässt. Also da ist es, ist eine, auch sportpsychologisch gesehen, ist es halt das sogenannte Umgehen mit Fehlern. Fehler macht jeder, Ja. selbstverständlich. Gerade am Ende der Fehlerkette im Fußball steht ja nun nochmal die Nummer eins, ne, der Torwart, das ist ja klar. Hier geht es dann auch darum, natürlich strategisch vorzugehen, Fehleranalysen. Wo hätte man vielleicht noch optimieren können, besser rausgehen, anders winkeln, vielleicht doch lieber den Ball attackieren oder auf der Linie bleiben. Das kann man alles am Ende analysieren. Und dazu braucht man natürlich jemanden, der Videos aufnimmt. Das ist auch wieder so eine Sache, Amateurbereich, Profibereich. Im oberen Amateurbereich wird aber auch gefilmt. Das ist meistens so für die Videoanalyse. Ja. Das kann Druck wegnehmen. Kann aber natürlich auch unter bestimmten Gesichtspunkten irgendwo auch Druck erzeugen, weil man weiß, boah, die machen schon wieder ein Video von mir und meinem Torwartspiel. Sehr individuell. Ich denke, es gibt Torhüter, die damit gut und gelassen umgehen können. Und es gibt sicherlich auch Torhüter, die daran ja, vielleicht auch zu knabbern haben Ja, und vielleicht klar. auch ein bisschen. Ja, wie ich es bereits angesagt habe, es ist sehr individuell da auch wieder, ne? Wie derjenige mit Fehlern umgeht und die Analyse dann auch von Trainerseite. Ich denke, ein Trainer, der dann irgendwie über einen halben Platz schreit und sagt, Michael, du Blinder, den hättest du haben müssen. Der Typ ist halt nicht hilfreich für meinen Ja. Torwart, der gerade moralisch angeschlagen ist, weil am Ende der Fehlerkette vielleicht selber noch eine Fehlentscheidung getroffen hat, anstatt die Übergreifhand zu nehmen, nur mit der ballnahen Hand hingegangen ist, dadurch den Ball kassiert hat oder was. Ganz viele Faktoren, wie am Ende der Druck dann bei einem ankommt und natürlich auch individuell, wie man mit dem Druck umgeht. Hilfestellung wird da natürlich auch von den Trainern geleistet und da haben wir dann auch wieder den Unterschied. Es gibt halt Mentalcoaches im Genau. Profibereich und unteren Profibereich und im Amateurbereich natürlich leider nicht. Da muss dann auch wirklich der Trainer wahrscheinlich aktiv werden und merken und das Gefühl, das Gespür entwickeln, wie geht's denn meinem Torwart? Was hat er denn für ja, mentale Situation, moralische Probleme. Es gibt immer Kleinigkeiten. Das merkt man aber als Torwarttrainer sofort, weil ich komme auf den Platz und die sind 10, 15 Meter maximal von mir entfernt und das über 2 Stunden. Ich merke sofort, wenn einer oder eine irgendwo einen Furz quert. Das merke ich sofort. Dementsprechend interveniere ich auch sofort und frage natürlich nach und sage, Mensch, was ist denn los oder so, ne? Oder wenn ich weiß, dass es da irgendwo gerade knistert, dann versucht man natürlich ein bisschen einfühlsamer zu reagieren und zu sagen, Mensch, komm mal her, lass mal kurz hinsetzen. Irgendwie bringst du heute nicht das, was ich sonst von dir gewohnt bin. Müssen wir mal reden, was gibt's denn? Auch da auch wieder, auch da als Trainer kann man sehr oder muss man auch intervenieren und mit Rat und Tat zur Seite stehen, um Druck abzubauen. Wir sind ja gerade schon so ein bisschen in der Kommunikation auch. Das habe ich jetzt so ein bisschen im Kopf als Beispiel. Wenn wir in der Bundesliga oder so schauen, heißt es ja oft, der Trainer hat den Torwart aufgestellt, weil er gute Trainingsleistung gebracht hat. Ist das dann die Entscheidung vom Trainer oder die Entscheidung vom Torwarttrainer? Also, wie viel Einfluss oder in der Kommunikation Trainer, Torwarttrainer, da hast du ja die Erfahrung. Wo würdest du sagen, entscheidest du das oder entscheidet das wirklich dann der Trainer? Auch eine sehr gute Frage. Dazu kann ich natürlich keine generelle Ja, Aussage natürlich. treffen, weil das ja auch wieder von Trainerteam zu Trainerteam verschieden ist. Ich habe es so kennengelernt in meiner Zeit jetzt, man kommt auf mich zu, baut auf meine Expertise. Man fragt mich ja, weil ich ja die Expertise Ja, habe. genau. Der Mannschaftstrainer hat die Expertise, die Mannschaft zu führen und zu trainieren und zu entwickeln. Und für mich steht das Gleiche ja auf dem Aufgabenbereich
für die Torhüter. Dementsprechend muss er sich ja nicht darum kümmern und ich ja auch nicht um das, was er macht. Wir besprechen uns natürlich. Es gibt hierbei natürlich auch die Fragenkette, sozusagen, wen würdest du aufstellen? Das ist so eine Sache. Oder wen würdest du mir empfehlen aufzustellen? Da weiß ich immer schon gleich, der weiß überhaupt nicht, was los ist gerade. Das ist immer so eine Sache. Also ich höre ja immer schon genau an der Fragestellung. Ich kann dann immer nur meine momentane Einschätzung, ich kann ihm da zwei Wege anbieten. Ich kann ihm meine persönliche Einschätzung der momentanen Situation oder das Geleistete in der Trainingswoche. Ne, hier muss man ganz klar unterscheiden. Und dann, wenn er dann konkretisiert und wirklich fragt, ja, wer war denn diese Woche jetzt besser, dann kriegt er halt auch daraufhin eine Nachbetrachtung der Wochenleistung und dann kann er am Ende entscheidet aber er, wer im Tor steht. Denn er ist ja auch der, der am Ende dasteht und dafür gerade steht. Genau. Ne? Richtig. Und es ist ja nicht so, dass die Torhüter die ganze Zeit bei mir sind. Sie gehen ja nach dem Training mit mir ins Mannschaftstraining, zeigen sich dort, sind dort in spielnahe Situationen mit eingebunden und versuchen, das Erlernte umzusetzen. Selbstverständlich bieten sie sich ja auch über diese Spielform für den Wettkampf am Wochenende an. Ja, da verständlich. Aber es war halt auch interessant, so diesen Blickwinkel mal zu sehen aus der Praxis. Und bleiben wir auch immer noch bei der Kommunikation, weil es jetzt natürlich passt zu der jetzigen Zeit oder letzter Zeit natürlich, als man nicht trainieren durfte, auch natürlich im Profibereich durfte man teilweise vielleicht ja trainieren, aber im Jugendbereich auch nicht. Wie hast du da speziell mit deinen Torhütern oder auch vielleicht Nachwuchstorhütern im Scouting, also im Scouting-Bereich dann natürlich auch, die man gescoutet hat, kommuniziert oder wie hast du irgendwie das hinbekommen, aufrecht zu halten oder vielleicht Training online etc.? Genau, ja, da kann ich eine ziemlich coole Story zu erzählen. Natürlich ist Corona ein großes Thema für alle Fußballer. Ich denke in ganz Deutschland, denn es sind ja überall die Ligen abgebrochen worden, ohne Wertung, ohne Auf- und Absteiger. Also quasi ein desaströses Jahr für den Fußball und gerade für die Talente aus den Jahrgängen, weil es keine Sichtung gab, keine Elite-Stützpunkt-Trainingseinheiten und Scouting. Darüber kannst du gar nicht nachdenken. Du bist ja nicht mal reingekommen in die NLZ. Das ist ja, ne, wegen Corona war das alles ein Ding der Unmöglichkeit. Wie habe ich mit der Torwartschule reagiert? Sehr, sehr gute Frage. In erster Linie haben wir uns natürlich viel Gedanken gemacht und haben uns zusammengesetzt, Köpfe haben gequalmt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen nur noch Einzeltraining. Wir machen nur noch Einzeltraining. Hygienekonzept. Logbuch, wer wann auf dem Platz war, mit Hygienevorschriften, mit Masken, mit Desinfektionszeug am Platz, die Bälle desinfizieren, die Trainingsutensilien desinfizieren. Dementsprechend haben wir das Konzept ein bisschen umgebaut, vom Gruppentraining zum Einzeltraining. Hat ganz gut geklappt. Also wir sind jetzt nicht den Bach runtergegangen, sagen wir mal so. War dann trotzdem nach einem halben, dreiviertel Jahr schon leicht krisengeschüttelt. Haben uns dann aber auch trotzdem durchgebissen, weil wir zu den Leuten, die die Fähigkeit oder die Möglichkeiten hatten, in den Garten zu Hause und haben zu Hause in den Gärten Torwarttraining gemacht. Das war auch so ein Angebot von Hannover Keepers. Da sind wir tatsächlich hier durch Niedersachsen gefahren und haben bei den Leuten zu Hause im Vorgarten oder im Garten Torwarttraining mit unseren Schützlingen gemacht. Und klar, das ist einerseits natürlich für die Torhüter super geil, weil die halt auch nur zu Hause sitzen vorm Laptop, keine richtige Schule, keine Leute, kein Fußball. Und dann kommt der Torwarttrainer vorgefahren mit allem Zip und Zapp und macht mit dir erstmal im Garten Torwarttraining. Also ich denke, das war eine sehr gute Idee, die auch hier und da wirklich angenommen wurde, auch hier und da regelmäßig, unter anderem mit U17 Bundesliga-Torhütern aus Aurich. Grüße an Malu, vielleicht schaut ihr auch zu. Genau, die hat das auch mitgenommen und das war, ja, das kann am Ende dann den Unterschied machen, wenn du in dieser Krise trotzdem weiterhin Natürlich.
sehr gutes Einzeltraining mit zielorientierten Nah- und Fernzielen hast und das auch umsetzt und diese Ziele dann auch erreichst. Ja, das war natürlich dann der Vorteil für die Torhüter, die sich das ja, leisten konnten, wie auch immer, oder bei uns bereits schon in der Akademie, Torwartakademie sind. Ja, nichtsdestotrotz ist diese ganze Corona-Zeit natürlich für alle auch im moralischen und mentalen Bereich sehr schwierig gewesen, weil wofür trainiere ich, gebe mein Bestes Woche für Woche, wenn es eh keinen Wettkampf gibt? Habe ich hier und da natürlich auch mit vielen Torhütern reden müssen. Das ist dann nicht nur eine Stunde Torwarttraining, sondern da wird dann halt eine Viertelstunde trainiert, eine halbe Stunde geredet und dann nochmal eine Viertelstunde am Ende trainiert. Kommt auch vor, weil es ja auch für ein Kind und für Jugendliche nicht so einfach zu verstehen ist, was da gerade passiert. Aber wie gesagt, wir sind da gut durchgekommen durch die Krise, und haben uns ja doch ganz gut bewährt, denke ich mal. Ja, ist ja natürlich auch für einen Torhüter auch nicht so einfach, ein eigenes Training zu machen, weil du brauchst ja irgendjemanden, der dir ein bisschen hilft, dir die Bälle schießt oder Co. Das ist natürlich, ein Spieler auf dem Feld hat da die Möglichkeiten, sich selbst noch mehr intensiver selbst zu trainieren als vielleicht ein Torwart. Also, weil man es halt zu zweit eigentlich ja auch zum Teil, natürlich kann man auch Sachen machen alleine, aber es macht ja dann auch mehr Ja, klar. Spaß oder es ist natürlich dann auch viel wertvoller mit jemandem, einer Schwester, Bruder vielleicht dann oder keine Ahnung, Freund, das dann zusammen zu machen, auch eventuell. Da ist dann natürlich das Schwere, wenn man dann nur alleine ist. Und ja, du hast auch das noch angesprochen. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen auf diese Sache ein, weil auch vielleicht auch Corona das ja auch einwirkt. Das ja auch insgesamt im Nachwuchs sehe ich das vielleicht auch, dass ja dadurch ein Rückschritt ja vielleicht ein bisschen ist, weil halt Spieler vielleicht nicht gesehen worden sind, die man hätte gesehen die letzte Saison, weil sie gespielt haben, weil ja keiner gespielt hat. Wie siehst du generell so die Zukunft der Torhüter? Es ist ja auch generell das Torwartspiel, wird ja immer mehr in dieses Mitspielen, habe ich es mir notiert. Wenn ich mir angucke, beim Herzensverein Paderborn, da spielt Yannick Kuh zum Beispiel im Tor auch so diesen neuer Stil, so ein bisschen mehr mitspielen, mal rausgehen im 1 gegen 1 und den Ball dann, also schon mehr aufs Feld dann auch. Ja, wie gefällt dir dieses neue Torwartspiel, mitspielen und ja, wie siehst du so die Zukunft? Natürlich in erster Linie ist das Spiel im Großen und Ganzen weiter nach vorne gegangen. Es hat sich ja im Allgemeinen entwickelt, wie ich es vorhin schon kurz angesprochen habe. Daraus resultiert natürlich der sogenannte mitspielende Torhüter. Nichtsdestotrotz kann ich als Mannschaftstrainer nicht von meinem Torwart verlangen, dass er ein mitspielender Torwart ist, wenn er nicht trainiert wird. Ne? Also das widerspricht sich in sich selber. Ja, Lass klar. ich ihn nicht mitspielen im Training, habe ich auch keinen mitspielenden Torwart. Ja, Ne? Ist irgendwie logisch. Ne? natürlich. Dementsprechend auch nochmal der Anruf, der Aufruf natürlich für die Trainer. Bildet euch weiter, macht die DFB-Schulung, schaut, wie ihr die Torhüter besser integrieren könnt, um tatsächlich dann auch wirklich einen mitspielenden Torhüter zu haben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, es ist der Torwart an sich ist ein Allrounder im Fußballsport. Also, ich will jetzt, ne, also der muss halt, das Anforderungsprofil hat sich verändert, weil er halt viel mehr technisch jetzt machen soll oder können soll, als noch vor vielleicht ja, aber 10, 15 Jahren oder was. Ne? Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Anforderungsprofil. Dementsprechend sind die Trainingsinhalte jetzt natürlich auch viel, viel variantenreicher. Und die ganze gesamte Facetten des Torwartspiels haben sich auch noch mal ein wenig verändert. Die Basissachen, die Routinesachen sind natürlich alle immer noch same, same. Wie es trainiert wird, ist auch Torwarttrainer individuelle Philosophie abhängig. Ich gucke auch gerne bei anderen mal, finde das auch immer alles gut, fast alles, weil wir müssen es ja auch nicht irgendwo neu erfinden, sondern es gibt ja gesunde und gute Ansätze und dafür haben wir ja auch das Internet, da können wir ja schauen, ne, wie man dann am besten arbeiten kann. Aber hier auch wieder der erhobene Zeigefinger individuell anpassen. Nicht das Torwarttraining von Ederson von Manchester City mit dem kleinen Michael mit 8 Jahren dabei FC
Kleindorf machen, irgendwo in der Kreisklasse Ja, oder klar, was, ne? Das natürlich. ist auch hier wieder natürlich altersgerechtes Training mit altersgerechten Inhalten. Und das Vermitteln der Inhalte ist natürlich noch viel wichtiger, als da so einen Jungen durch die Gegend fliegen zu lassen, der dann da irgendwie sich wahrscheinlich noch verletzt. Nee, nee, nee. Also wirklich, da muss man drauf achten, dass das dann ja, gut entwickelt wird, der Torhüter an sich. Ja, so ein bisschen ist dann auch, hat sich das ja auch gewandelt durch, ich denke mal, so Manuel Neuer ist da der Vorreiter mit diesem Spielstil. Vorher war ein Oliver Kahnko, der war ja nicht so der Mitspielende, würde ich vielleicht behaupten, auch wenn ich natürlich nicht mehr meine Zeit mehr so ganz so war, aber Das ist Neuer eine ist, richtige aber also Neuer ist für, ich sag mal, in der heutigen Zeit für jeden natürlich so dieses Vorbild da, vielleicht dieses moderne Spiel so. Das ist fast ja wie ein Abwehrspieler zum Teil manchmal, wenn man sich die WMs Behauptung. auf angeguckt hat. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das ist wirklich tatsächlich ein ganz großer Vorreiter des mitspielenden Torhüters. Aber das ging bereits früher schon los, dass es Torhüter gab, die so in die Richtung gingen. Meine Auffassung ist, dass einer der ersten, der so aktiv in das Spiel eingegriffen hat, das war der Edwin van der Sar. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen. Das ist großer Torhüter gewesen bei Ajax Amsterdam aus der Ajax-Schule, der dann seine größten Erfolge mit Manchester United gefeiert hat. Das war ein Torwart, der wirklich sehr offensiv stand. Da war immer die Beidfüßigkeit im Fokus. Absolut mitspielender, aktiver Torhüter, der teilweise wirklich auch weit vorm 16er stand. Nicht aus Gründen, weil man verrückter südamerikanischer Torwart ist, der irgendwie da vorne rumlaufen will und Tore schießen will. Nein, natürlich nicht, sondern wirklich aus taktischen Gründen, ne? Nah an der Viererkette war, um lange Bälle schneller wieder zu erobern und ins Spiel zu bringen. Wie gesagt, Edwin van der Sar ist sicherlich auch einer der ersten gewesen, der das forciert hat. Aber die Perfektion des Ganzen ist in meinen Augen natürlich auch ein Manuel Neuer. Also der ist der immer noch für mich immer noch der kompletteste Torhüter. Mit ja, also da müssen wir nicht drüber reden, die Fähigkeiten, die er hat, das ist wirklich tausend Sasser, ne? Wirklich gut. Ja, vielleicht so ein bisschen abschließend, weil ein Torhüter, den ich selbst auch kenne, ist Alex Nübel zum Beispiel, selbst früher in der zweiten Mannschaft von Paderborn oder der Jugendzeit noch selbst gesehen, oft auch spielen. Also da habe ich immer gesagt, das kann irgendwas werden mal. Also da habe ich schon so gedacht, cool, so, da hatte ich auch noch nicht so die Ahnung von Fußball, auch wenn du Monaco jetzt, ne? ich studiere ja auch Fußballmanagement, aber Auch hat man cool. ja auch so ein bisschen kriegt man ja auch mehr die Erfahrung mit dem Fußball ein bisschen mehr und auch dies durch das Training, was ich jetzt mache. Aber da habe ich immer schon gesagt, das kann was werden und der hat sich ja wirklich gemacht. Also durch Schalke, dann mit Breitenreiter hat er ihn da dahin geholt und dann nach Bayern München und dann jetzt in Monaco und Naja, er war ja vorher in Paderborn, ne? André. genau, Genau. aber und Alex Nübel hat ja dann sozusagen diesen Schritt geschafft und ich sehe ihn auch als großes Talent und das Coole ist halt natürlich auch, dass er sehr bodenständig ist. Also es ist auch jemand, der wirklich ja sehr so richtig bodenständig ist und das finde ich, macht ihn dann auch aus als Torhüter vielleicht auch nicht dieses arrogante, abgezockte vielleicht wie andere eventuell. In erster Linie natürlich erstmal, klar, Alex Nübel ist absolutes Top-Torwart-Talent in Deutschland, ohne Frage. Der jetzt natürlich mit dem Weg nach Monaco mehr Spielzeit bekommt, für ihn in seiner Entwicklungsphase sehr, sehr wichtig. Weil Spielzeit unter Manuel Neuer, das kannst du vergessen. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer von sich aus sagt, ja komm Alex, komm her, lass spielst du mal ein Spiel. Das, ne, also war, denke ich, taktisch vom Berater, von ihm, wie auch immer, der richtige Zeitpunkt, um den Wechsel nach Monaco zu realisieren. Ja, Spielzeit ist jetzt das Wichtigste für ihn, ne, in seinem Alter. Und ich glaube, er kann natürlich in diese Manuel neuerischen großen Fußstapfen treten. War, glaube ich, auch so ein bisschen der Plan der Bayern Riege da oben, die Führung. Nur finde ich, ist es noch ein Müh zu früh gewesen. Manuel Sehe Neuer ich sehe auch. ich teilweise immer noch absolut auf dem Peak seiner Fähigkeit. Der ist immer noch ganz oben.
Entscheidungsfindung, wie er mit dem Ball umgeht, wie er das Spielgerät im Spiel hält, den Ballbesitz generiert, beziehungsweise das Ziel verteidigt, ist immer noch unnachahmlich, unglaubliche Qualität. Und Ja. deswegen ist natürlich für Talente hinter ihm Schwer. Spielzeit quasi fast unmöglich, würde ich sagen. Und Und ein dann. Ulreich, der dann jetzt zurückgekommen ist und sich dahinter ihm einreiht, finde ich, ist eine clevere Lösung. Ja. Sven Ulreich ist auch ein sehr solider und guter Torhüter. Und der Unterschied zwischen Sven Ulreich und Alexander Nübel ist ja klar. Alexander Nübel ist jung, der muss jetzt diese Spielzeit haben. Und die bekommt er ja jetzt auch. Und ich denke, es ist für die Talentförderung gar nicht so verkehrt. Ja, gut, das hat nochmal gepasst, weil heute hat ja auch die Nationalmannschaft gespielt. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt am Ende gespielt haben, weil wir auch den Talk Ich habe hatten. immer mal so ein bisschen Ach so, ja, rübergeschielt. Ich glaube gut. 4-0 am Ende. Ah, okay, gut. Ich habe nur das 1-0 nur auf dem Ticker gesehen. Aber gut, es hat mich mega gefreut, mit dir den Talk zu führen. Das war echt spannend. Du hast echt wirklich ausführlich die Antworten so. Ganz am Anfang war ich erstaunt. Ich habe mir auch vieles auch aufgeschrieben. Den Keeper Days hast du ja schon automatisch auch beantwortet. Was ihr da so macht, finde ich auch ein spannendes Projekt und hat mir mega Spaß gemacht. Und hier, die jetzt auch noch im Chat sind oder es dann hören, am Freitag um 20 Uhr haben wir schon den nächsten Talk mit einem Torhüter von Paderborn von der zweiten Mannschaft, Leon Brüggemeier, früher auch Schalke Jugend, ist auch interessant wahrscheinlich. Und auch Samstag mit Luis Hillemeyer, auch Torwart von der zweiten Mannschaft, der komplette Jugend in Super. Paderborn verbracht hat. Deshalb, da bin ich auch gespannt um 19 Uhr. Und ja, kommen wir zu deinen, oder kommst du zu deinen letzten Worten? Ich bedanke mich sehr bei dir und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, dass ihr da wart, auch hier rege dabei wart. Und ja, schönen Abend, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Schaut vorbei, Hannover Keepers, Instagram, Facebook. Bleibt auf dem Platz, bleibt eurem Sport treu und ja, versucht so weit zu kommen, wie es geht. Immer einen Schritt weiter gehen. Bleibt gesund und munter. Peace. Ciao. Peace, ciao. Recording stopped.